Ja, guten Tag. Mein Thema: Kontakte von OpenStreetMap zu Verwaltung und Regierung. Als ich mit dem Mappen angefangen habe, war das alles noch für mich Neuland. Man hat so mitbekommen, es gab gewisse kleinere Kontakte, zum Beispiel die Luftbildaktion in Oberbayern, wo mal für den Zeitraum von 3 Monaten durch die Aktivität bayerischer OSMler uns mal die Nutzung amtlicher Daten gestattet wurden. Dann gab es den Fall des PATR-Schadstoffregisters des Umweltbundesamtes. Die hatten als Hintergrund eine OSM-Karte, aber das kam durch einen Aktiven aus dem Amt heraus. In Nordrhein-Westfalen gab es mal Kontakte mit der Straßenverwaltung und eine entsprechende Spende vom Straßennetz. Auch auf lokaler Ebene gab es Aktionen, zum Beispiel die Luftbildaktion in Lauf. Da war ein grüner Bürgermeister aus der EDV-Welt, der fand OpenStreetMap gut und hat gesagt, okay, hier, ihr könnt das Luftbild meiner Stadt haben. Dann habe ich quasi gratis einen schönen Stadtplan. In Rostock lief einiges. Ja, und dann war 2010 im Rahmen der Google Street View History hat der Bundesinnenminister beschlossen, einen Geodatengipfel abzuhalten, um eventuell über gesetzliche Regelungen für das Geodatenwesen irgendeinen Gesetzvorschlag einzubringen oder Verordnungen. Und bei allem, was vorher schon aus dem Bundesinnenministerium kam, ging es immer irgendwie zu Lasten meiner Hobbys. Und was macht man als normaler Bürger? Man schreibt einfach mal an den Minister und sagt, Moment, durch eine gesetzliche Regelung, das könnte Nachteile für mein Hobby haben, egal welcher Art. Und zur großen Überraschung wurde ich eingeladen. Also ich sitze hier. Hier vorne der Minister. Man merkt auch gleich, wie so in den Ministerien gearbeitet wird. Da in der Runde waren auch die Justizministerin, Frau Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Sie sitzt hier, so halb erkennbar. Und die Verbraucherschutzministerin, Frau Aigner, gerade noch so der Kopf erkennbar. Da merkt man gleich, der Innenminister hat das Thema an sich gerissen und die anderen Ministerien dürfen zuhören, aber haben nichts zu sagen. Ja, es war eigentlich so alles vertreten, was Rang und Namen hat. Google natürlich als Hauptverursacher. Microsoft muss natürlich auch mit dabei sein, dann natürlich Telekom, wer macht sonst noch mit Daten rum? Natürlich dann auch von journalistischer Seite ziemlich viele Leute, ARD, ZDF, Deutscher Presserat, die haben natürlich ein großes Interesse an ihrer Panoramafreiheit, die eben schon erwähnt wurde. Und dann natürlich noch verschiedene Rechtsprofessoren, Datenschutz, Bundesdatenschutzbeauftragter, Datenschutzbeauftragter der Länder. Und eigentlich das wichtigste Ergebnis des Tages ist eigentlich, wir werden als klassischer kartografischer Dienst angesehen, der eigentlich, falls es da jetzt zu einer Regelung mit Street View gekommen wäre, also überhaupt nicht betroffen ist. Und neben mir saß zum Beispiel der Vorsitzende von Düsseldorfer Kreis, also der Zusammenschluss der Landesdatenschutzbeauftragten. Der fand das also auch, selbst wenn wir, Hausnummern erfassen, ist das eigentlich eine normale kartografische Datenangelegenheit. Und solange man nicht noch die Klingelschilder erfassen, kommt man auch mit dem Datenschutz überhaupt gar nicht in Konflikt. Das war eigentlich das wichtigste Ergebnis. Unser Projekt wurde auch dadurch so richtig bekannt. Viele wussten es überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Die
Die Frau Aigner hat mir auch geschrieben, wenn sie irgendwie einen Gesetzeseinwurf oder ein Gesetz einbringen wird, wird sie uns berücksichtigen. Aufgrund dieses Gespräches haben sich dann Kontakte zum BMI ergeben. Es wurden also verschiedene Arbeitskreise gebildet. Das war im Dezember letzten Jahres. Bisher ist zwar noch nicht viel geschehen, die Arbeitskreise wurden mal gebildet, aber es hat sich dann von den untergeordneten Ämtern niemand mehr gerührt. Aber ich habe Ende März nach einem Ministerwechsel, der also auf unsere Arbeit oder auf unsere Kontakte oder unser Anliegen eigentlich keinerlei Einfluss haben wird, höchstwahrscheinlich, habe ich mal angerufen in der zuständigen Abteilung. Der Abteilungsleiter oder der stellvertretende Abteilungsleiter hat sich gleich entschuldigt, dass noch nichts passiert ist, war ja so viel los im Amt. Aber es ist nicht in Vergessenheit geraten und wird wohl in den nächsten Monaten wieder aufgerollt. Man will also untersuchen, welche Verfahren oder Vorgehensweise das da am besten ist bei einer eventuellen Zusammenarbeit, weil unsere Arbeit ist natürlich auch für Behörden zum Teil sehr interessant. Man hat auch erkannt, dass das öffentliche oder amtliche Geodatenwesen in Deutschland bezüglich Lizenzen und Kosten eigentlich noch auf dem Stand von vor 10 Jahren ist. Es gibt viele amtliche Daten, schöne amtliche Daten, nur keiner will sie haben, weil die wirklich interessanten Daten ist wieder alles Ländersachen, die werden wieder an den Bund abgeliefert, da gibt es wieder festgeschriebene Verrechnungssätze, müssen dann wieder ein ganzer Wust an Bestimmungen beachtet werden, also es gibt eigentlich da viel mehr juristische Probleme und natürlich finanzielle als technische Probleme. Wird überlegt, zum Beispiel irgendwie das Geoportal Deutschland, ob man da vielleicht auch nicht noch einen OpenStreetMap-Layer machen kann. Aber wie gesagt, es sind Überlegungen ganz, ganz am Anfang. Und was natürlich auch in das Ministerium sehr interessiert, die Nachhaltigkeit und vor allem auch Langzeitarchivierung. Was ist mit unseren Daten, die wir jetzt erfassen, in 20 Jahren? Kann man damit dann noch vernünftig arbeiten? Oder läuft es sich irgendwann tot und man hat einen riesigen Datenmüllberg, mit dem man eigentlich nichts mehr anfangen kann. Was auch sehr interessant ist, in einigen Arbeitskreisen wurde also bei GDI.de das die und der ADV, also der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder, also angefragt, ob die mitmachen wollen. Ja, soweit zum Bund. Beim Land, auf Landesebene hat es jetzt eigentlich eine erfreuliche Entwicklung gegeben. Wir waren im November, waren ein paar OpenStreetMap-Aktive im Bayerischen Staatsministerium. Wir wurden eingeladen nach der Intergeo, also auch ein völlig neuer Aspekt. Man muss eigentlich nicht mal auf die Behörden zugehen und klingeln und Klinken putzen, sondern die kommen jetzt schon auf einem zu. Der Kontakt entstand also bei der Intergeo. Da wurde unser Standpersonal angesprochen und wir waren da mal im Ministerium, haben eigentlich mal gezeigt, was wir so machen. Und völlig überraschend, das heißt, ich habe es auch erst am dem Tag der Veröffentlichung erfahren, schaue ich nach, E-Mail vom zuständigen Referatsleiter, hallo Herr Kast, schauen Sie mal auf diese Seite. Und das ist insofern bedeutend, dass jetzt zum ersten Mal amtliche Geodaten zum Allgemeingebrauch freigegeben sind. Gut, das 2 Meter Luftbild, wir sind, ich sage es einfach mal, von Bing oder SimWorld, was wir ja auch verwenden dürfen, sind wir eigentlich Besseres gewohnt an Auflösung. Allerdings, die Bing-Bilder sind zum Teil 10 Jahre alt, schlecht georeferenziert. Die amtlichen sind sehr aktuell
Und ich hoffe mal, dass das ein ganzer oder mal ein kleiner Test war, um mal zu sehen, wie es ankommt. Ich habe gestern noch mal mit dem Ministerium telefoniert. Nutzungszahlen können sie noch nicht sagen. Das wollen sie jetzt mal im April mal eine Statistik zusammenstellen, wie eigentlich so die Aufrufzahlen sind des Luftbildes. Aber sie können nicht unterscheiden, ob das jetzt jemand für OpenStreetMap geholt hat oder für sonst irgendwas. Also unsere Zugriffe gehen da leider in der Statistik unter. Und was auch noch sehr interessant ist, die Vermessungsverwaltung experimentiert mit unseren Daten. Das heißt, als ich dort war, habe ich denen mal einen Satz erweiterter Shapefiles von ganz Bayern mitgebracht mit den OSM-Daten. Und die schauen sich schon mal an und überlegen jetzt, was können sie damit machen? Ist es angedacht, dass wenn die irgendwie erkennen, oh hoppla, an dieser Stelle ist aber zu OSM ein großer Unterschied von den amtlichen Daten her, dass sie sich's mal auf dem amtlichen Luftbild anschauen oder auch mal einen Feldvermesser rausschicken, der dann den fehlenden Weg oder die Straße sich selbst mal anschaut. Das sind also erste Versuche, das Ganze mal zum gegenseitigen Nutzen zu machen. Und vor allem bei der ersten Luftbildaktion mit Bayern, da musste der Voskis noch einen Vertrag unterschreiben mit so und so vielen Seiten. Jetzt gehen die einfach hin und sagen, Leute, also ursprünglich, sie haben gedacht, bloß für OpenStreetMap freigeben, geben wir es gleich für alle frei. Das heißt, sie haben es eigentlich auch gelernt, wie man so die Kontakte zu einer Community macht, wo es eigentlich keinen offiziellen Ansprechpartner gibt. Und im Forum, sowas sind die auch nicht gewohnt. Die sagen einfach, Leute, hier ist unser Zeugs, die Pressearbeit läuft automatisch und alle freuen sich. Im Gegensatz, gut, die müssen natürlich auch noch unsere Lizenzbestimmungen analysieren, was ist möglich. Man denkt auch über verschiedene Modelle nach, dass zum Beispiel irgendwie, das habe ich vorgeschlagen, ein Mapper sagt, 2 Meter ist blöd, wenn ihr mir persönlich 40 Zentimeter oder 20 gebt, dann gebe ich das, was ich daraus erfasse, für euch wieder frei. Kann man ja machen, ist ja offene Lizenz. Und ich kann mit meinen Daten, die ich selbst erfasse, ja machen, was ich will. Mal sehen, was daraus wird. Eine völlig neue Perspektive ergibt sich jetzt hier nach der Landtagswahl. Es ist noch wichtig zu erwähnen, Bayern hat den Vorsitz in der Vermessungsverwaltung der Länder. Das heißt, alle anderen Bundesländer, jedes Bundesland hat seine eigene Vermessung. Die schauen zunächst mal, was Bayern macht. Und mal sehen, ob jemand nachzieht. Jetzt hier nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg besteht eine völlig neue Chance, weil die Grünen haben in ihrem Wahlprogramm drin die Forderung nach gemeinfreien Daten des Landes Baden-Württemberg, insbesondere auch Geodaten. Mit dem Einsatz, sofern nichts Wichtiges dagegen spricht, hohe Kosten. Die Daten sind da. Das zuständige Landesamt für Geografie und Landentwicklung, danke. Die werden zwar sagen, oh, wenn wir jetzt alles freigeben, haben wir ja keine Einnahmen mehr, können wir es dann nicht mal in die Städte, Kommunen und so weiter verkaufen. Andererseits, ich habe zwar keine genauen Zahlen, aber überall, was man zu dem Thema liest, heißt es, es kommen eigentlich nur 10% der Kosten durch Lizenzverkauf, Kartenverkauf wieder rein. Ist also eine Überlegung. Im Moment laufen die Koalitionsverhandlungen. Die Regierung, oder da geht es um, vorerst nehme ich mal an, um weit Wichtigeres als um so ein Randgebiet wie gemeinfreie Daten und Geodaten. Aber ich bin bereits vor der Wahl im Wahlkampf
bei der Abgeordneten, die auch jetzt im Landtag sitzt, aus meinem Wahlkreis, mal vor der Tür gestanden und die weiß, was OpenStreetMap ist und die weiß, was wir wollen oder was unser Wunsch ist. Mal abwarten, was sich ergibt, ob der zuständige Minister von der SPD oder von den Grünen kommt. Und da wird man mal sehen. Vielleicht gibt es eine große Datenspende. Müssen wir uns Gedanken machen, was machen wir mit so viel Daten auf einmal? Und zum Schluss das Thema Bonn. Ja, Bonn sagt, man soll Freude haben. Und Grundsatz von OpenStreetMap heißt ja, nicht aus anderen Karten abzeichnen und Spaß haben. Nur gibt es da leider im Zuge von Google Street View hat der Stadtrat der Stadt Bonn einen Handlungsbedarf erkannt und hat dann festgestellt, das Einzige, was wir machen können, ist die Straßensondernutzungssatzung. Die wurde im Eilverfahren durchgepeitscht gegen den Rat der Verwaltung, weil die Verwaltung war sehr zurückhaltend, hat auch gesagt, sie sieht da große Probleme, sowas juristisch durchzusetzen. Und als ich das letzte Mal mit der Stadt Bonn telefoniert habe, also es hat eigentlich noch, also das war im Oktober vor dem Spitzengespräch, es hat noch keiner beantragt, es hat noch keiner irgendwas bezahlt. Als ich mal in Bonn war, habe ich gedacht, ja, probiere ich es mal aus. Bin halt rumgezogen, ein paar Straßen mal kontrolliert, ob die Daten schauen, ein paar Hundekot-Tütenspender mal erfasst. Und unten am Hauptbahnhof gibt es da so eine schöne kombinierte Wache von Polizei und Ordnungsamt. Ich hatte natürlich schon im Vorfeld mal nachgefragt, ob OpenStreetMap drunter fällt und habe dann schwarz auf weiß die Antwort bekommen, ja, auch für OpenStreetMap, wir machen es systematisch. Kann auch kommerziell genutzt werden, also ist es genehmigungsgebührenpflichtig. Da bin ich da halt mal reinmarschiert und habe gesagt, hier, ich möchte mich so ganz selbst anzeigen, ich habe gegen Paragraph 2 verstoßen. die zuständige Mitarbeiterin, ja, war sehr nett, die fand es irgendwie komisch, musste auch erst mal nachschauen, hat dann gemeint, ja, wenn ich unbedingt drauf bestehe. Nebenan der Polizist von der Wache, der musste sich sehr beherrschen, um nicht laut loszulachen. Ja, gut, ist nichts gekommen. Dann habe ich Ende des Jahres mal eine Beschwerde eingereicht bei der Bürgerbeauftragten, dass meiner Anzeige da, dass da überhaupt nicht nachgegangen wird. dann kam ein sehr genervtes Schreiben des zuständigen Amtsleiters. Er kann einer Ordnungswidrigkeit nachgehen, er muss es aber nicht. ich soll doch bitte das nächste Mal beantragen. Habe ich jetzt auch kürzlich gemacht. Also gesamtes Stadtgebiet Bonn zur systematischen Erfassung, Geodaten aller Art durch mich und so ca. 99.999 andere Mitwirkende. So mit allem, was man benutzen kann, Autos, Fahrrad, Tretroller, Kinderwagen, Rollstuhl. Ich habe gerade vorhin einen anderen Vortrag über Wheelmap geschrieben, ist auch sehr wichtig. Und natürlich, falls Gebühren, dann natürlich gleich Gebührenbefreiung beantragt und falls es nicht möglich ist, beziehungsweise die entsprechenden Genehmigungsgebühren, den Betrag von 11,11 Euro, man nimmt es ja närrisch, die wollten ja auch mal närrischer sein als Köln und Düsseldorf zusammen, soll sie mich vorher kontaktieren. Ja, vorgestern kam ein Schreiben, dass das Ganze jetzt zur rechtlichen Prüfung weitergegeben wurde, ob mein Antrag stattgegeben werden kann. Also es kann auch lustig sein. Aber wie gesagt, sowas ist ein Kollateralschaden, was uns drohen kann, wenn irgendwo eiligst
Gesetze beschlossen werden und keiner denkt dran. Gut, auf Bundesebene nicht, denk mal, Landesebene ist die Gefahr gebannt. Das ist nur eine Gebührensatzung vorne. Ich habe extra in meinem Schreiben habe ich gesagt, ja, zu Fuß vorher. Und dann hieß es grundsätzlich, das Befahren und Begehen der Wege ist gebührenpflichtig. Gut, ich meine, das wäre auch mein Rettungsanker gewesen, falls ich da wegen irgendeiner Ordnungswidrigkeit verknackt worden wäre. Dann hätte ich gesagt, okay, ich bin mit der Straßenbahn gefahren und gelaufen, hier steht nur das Befahren. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und was gibt es an Fragen? Ich denke, es kann eine Bereicherung sein, wenn man da irgendwie zusammenkommt. Weil ich nehme es mal als Beispiel die Wheelmap. Wenn jetzt sowas von amtlicher Seite gemacht werden würde, kann das Amt meinetwegen noch hingehen und sagen, okay, die Stadtbibliothek ist voll rollstuhltauglich, das Rathaus eingeschränkt rollstuhltauglich, aber eine amtliche Stelle wird sich schwer oder ist eigentlich nicht ihre Aufgabe zu sagen, hier aber in dieser Apotheke kann ich jetzt direkt reinfahren, da ist alles Ebene, breite Schiebetür, die wird grün gekennzeichnet, bei einer anderen Apotheke gegenüber, die hat eine oder zwei Stufen, da kommt ein Rollstuhlfahrer nie hin, die wird rot gekennzeichnet. Ja. Wenn sowas von amtlicher Seite jetzt großflächig gemacht wird, sehe ich schon das Problem, dass dann mancher Geschäftsbesitzer, wo es vielleicht gerade so grenzwertig ist, die Stadt verklagt und sagt, ich möchte aber auch grün werden, der gegenüber ist grün. Bei mir ist laut Richtlinie die Tür einen Zentimeter zu schmal, deshalb bin ich rot. Die wissen genau, welche Qualität die Daten hat und dass die Sachen vorsichtig zu genießen sind. Weil es gibt wirklich, ich sag mal, Wege, die stimmen 100%. Sowas läuft eigentlich nicht direkt durch öffentliche Seite, sondern Beispiel Baden-Baden, da gibt es einen runden Tisch für Menschen mit Behinderungen. Da sind alle Verbände dabei, Blindenverband, Rollstuhlfahrer, Gehörlose und natürlich auch die Kraft Amtes, die Leiterin des Amtes für Jugend und Soziales, die da wieder zuständig ist. Und da werde ich dann in zwei Wochen einen Vortrag haben. Das sieht also so aus, dass es eigentlich nicht in erster Linie Aufgabe einer Kommune ist, sowas rauszubringen. Sie kann was rausbringen, da wird irgendein Fallblatt rausgebracht, meinetwegen mit dem Verzeichnis aller öffentlichen Toiletten, aller behindertengerechten Toiletten oder auch so die beispielsweise Stadtbibliothek, was es so alles gibt. Aber da ist immer das Problem, es ist alles lokal begrenzt. Und eigentlich schon wieder ein Jahr nach Erscheinen veraltet, aber die Auflage reicht für 10 Jahre. Und auch ein großer Vorteil ist von uns ist, wir denken global und haben lokale Kompetenz. Ja, das war eher weniger. Es war vielleicht eher weniger eine Frage als vielleicht eine Ergänzung zu Ihrer Frage, wie kann man kooperieren mit den Verwaltungen. Jede Verwaltung ist in irgendeiner Art und Weise, vielleicht bis auf den Bund,
mit dem öffentlichen Personennahverkehr beschäftigt, als Aufgabenträger, als Betreiber, als was auch immer. Und da wäre es auch ein Weg, im Prinzip OpenStreetMap oder Sachen wie ÖPNV-Karte da miteinander zu integrieren. Einfach so, um das Spektrum mal aufzumachen und noch einen Schritt weiter zu gehen. Dankeschön. Ja, also erste Ergebnisse gibt es eigentlich schon. In Karlsruhe zum Beispiel der KVV, das ist der Verkehrsverbund, jetzt im letzten Sommer eine Broschüre rausgebracht mit allen Bädern, wie kommt man dorthin, und dann halt für den Weg, Haltestelle, Schwimmbad, einfach OpenStreetMap genommen. Vorteil war, es hat nichts gekostet und vor allem Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Elsass. Drei unterschiedliche Behörden für die Daten. So, die haben gesagt, okay, OpenStreetMap, alles einheitlich, alles aus einem Guss. Und die haben es schon erkannt, dass es uns gibt. Dankeschön.